Chicken. Eier. Eibrötchen. Was? Schon so viel? Croissant. Nee. Boah, das klingt echt gut. Oh mein Gott. Spiegelei mit Speck. Magst du das? Nein. Ist das denn, Digga? Schön noch mit Gemüse drin. Messe für mich. Und Granatapfel. So sauer auf euch. Was geht ab, Freunde? Da das letzte Video, wo die Zeichnungen unser Essen bestimmt haben, so gut angekommen ist, setzen wir heute noch einen drauf, machen es schwerer. Und heute bestimmt Pantomime einen Tag lang unser Essen. Der Pantomime hat 30 Sekunden Zeit, wenn wir das Essen erraten, darf derjenige es essen, der es erraten hat. Wenn wir es nicht erraten, dürfen wir nichts essen. Ihr dürft natürlich mitraten. Los geht's. Go. Hühnchen. Chicken Wings. Chicken. Eier. Eibrötchen. Mit Kakao. Ich mag gar keinen Kakao, Digga. Ich habe nämlich von Steven einen Kakao erraten, den habe ich ihn kräftig genommen. Den musst du mal testen hier. Das ist ja überhaupt nicht mein Ding, ne? Boah, so süß. Ich habe von Steven noch eine Sache erraten. Und zwar hier ein schönes Eibrötchen. Leck mir doch am Zückeli, Alter. Seil. Mettbrötchen. Was? Fisch. Salted Karamell Cappuccino oder so? Ja. Huh. Auch gut. Hühnerbrötchen. Kopf. Brötchen mit Hähnchenbrust. Ach so. Ja! Ich hab ein Frühstück. Digga, und was für eins, Mann! Aber du hast rasiert, Salted Karamell Cappuccino hast du rasiert, Digga. Ich ja, will auch was essen. Ich habe bei Pantomime den Caramel Macchiato mit Salz erraten. Dodo hat für mich extra Salz mitgenommen. Ich mach nur so ein bisschen für Flavor. Zeigen ist eigentlich schon so viel. Du hast ja so gemacht bei Pantomime, deswegen muss ich das auch so reinmachen. Gucken, wie der schmeckt. Salzig. Oh Mann, ich hab so Hunger. Was ich noch erraten habe, das hat Dodo sehr, sehr schön gezeigt. Ist ein Putenbrötchen oder Hähnchen. Es ist so salzig, mir wird gleich schlecht, deswegen muss ich schnell essen. Wow, die haben nicht gegeizt. Ganze Packung Pute drauf gemacht, ey. Kaffee. Tee. Willst du was? Franzbrötchen. Franzbrötchen. Croissant. Nee. Muffin. Donut. Donut mit Kaffee. Ja. Donut mit. Ja. Ich will noch mehr essen. Croissant? Yeah! Ja! Ja! Kaffee und Croissant? Na und? Hallo! Ich will auch was essen! Aber ich hab Croissant jetzt gesagt. Nein! Kennt ihr mein Deutsch, ne? Ich will kein Ja! Dann habe ich noch ein Croissant erraten von Oscar. Mit Käse und mit Schinken gebacken. Das ist so weich. Alter. Unglaublich, Alter. Oh. Was hast du denn Schönes erraten? Also, ich habe ja Schönes schon mal nicht erraten, aber ich habe ja wieder meinen Kaffee. Letztes Video habe ich ja schon gekotzt davon. Hey, mag wie Kaffee und er redet mal Kaffee. Ich weiß gar nicht, warum ich mitrate, wenn ich weiß, dass es ein Kaffee ist. Und dann habe ich noch schön zwei Donuts. Ich glaube, das ist Zartbitterschokolade, weil die ist ein bisschen dunkler als ich. Magst du das? Nein. Warum nicht? Sie meinte, das ist das Normale. Je normaler, desto mehr mag der das. Purer, ne? Die schmecken nicht so. Ich muss kurz reingucken. Die haben den Kaffee ohne mich geholt. Ich habe richtig Angst, dass die irgendwas da reingemacht haben. Okay. Ist halt Kaffee, ne? Du musst eigentlich Donut abbeißen und einen Schluck nehmen. Das macht man. Danke, meine Assistentin Mandy. Will ich schon nichts essen? Ja. So schmeckt gut. Wie die Leute hier zur Bahn hetzen, Alter. Schön mit Donut mit Kaffeegeschmack gemischt. Sag mal die Stärke. Schmeckt der besser oder im letzten Video? Alter, Steven wird hier richtig umgenockt. Der kommt mit Boot, Alter. Und die achten nicht mal darauf. Geil. Der in dem Video schmeckt ekliger. Okay. Das ist viel stärker. Yo. Ei! Spiegelei mit Zuzug. Ja! Spiegelei mit Speck, Spiegelei mit Avocado, Creme und Tomate, Spiegelei mit Avocado, Eibrötchen, Avocado Toast. Ich hab Spiegelei gehabt! Ich hab zwei von drei erraten. Warte einmal abbeißen, ne? Ich hab bei Mandy Brötchen mit Ei und Avocado erraten. Allerdings sollte es Spiegelei sein. Man findet kein Brötchen mit Spiegelei. Ein Avocado machen die auch nicht beim Bäcker drauf. Deshalb habe ich mir bei Edeka eine Avocado geholt. Erstmal hier die Avocado aufmachen. Oh nee. Jetzt esse ich mein Brötchen mit Ei.
und Avocado. Ich hab ja das Spiegelei erraten. Willst du? Nee, Avocado hab ich nicht erraten. Ich hab Ei erraten, das heißt, es ist Ei. Oh Mann. Oh. Hab ich erraten, Brötchen aber mit Ei und Avocado. Die Avocado sieht so gut aus, Mann. Ich finde, das schmeckt hervorragend. Und jetzt geht's weiter mit der Einkaufsliste. Was wäre einfach das absolut Genialste, wenn wir genau das gleiche nehmen wie letzte Woche? Einfach nur genial. Niemand wird jetzt darauf kommen, dass wir genauso dumm sind und genau das gleiche nehmen wie letztes Mal. Aber wir sind genauso dumm. Ganz genau richtig. Für die Leute, die nicht letzte Woche dabei waren, wir werden also eine Pizza machen. Wir sind dran mit der Einkaufsliste und wir haben uns für Burger entschieden. Und zwar Oscars Burger, der dein Leben verändert. Wir haben unsere Einkaufsliste jetzt abgefilmt. Jetzt gehen wir wieder getrennt voneinander einkaufen, schicken uns gegenseitig die Listen. Und dann wird das Essen gekauft und zubereitet. Okay Leute, wir sind jetzt vor Edeka und das ist jetzt das erste Video, was wir uns anschauen. Mandy hat hier, was hat sie da gemacht? Was ist das denn, Digga? Karotte? Was? Nein, Mann, das sieht aus, als wäre sie ein Hase. Karotte? Was? Oh Mann, ist schon wieder so eine Scheiße. Was ist das, Mann? Das ist eine Karotte. Also, sagst du, sie war ein Kaninchen und wir haben Karotte. Ja, oder Hase oder so. Okay, erste Zutat. Oh Mann. Kneten, rollen, Pizza? Pizzateig, ja. Pizzateig? Das sagt ja eigentlich schon alles, oder? Pizza-Kit nehmen wir. Soße haben wir jetzt gedacht, weil Mandy ja zugemacht hat. Ist das so eine Soße, die man so rausnehmen muss, also die man auch so garnieren kann mäßig? So haben wir uns jetzt hier für diese Burgersoße entschieden. Keine Ahnung, es wird kein Burger, aber wir nehmen einfach die Soße. Mal gucken, ob das zweite auch auf eine Pizza hindeutet. Ist das auch Sucuk. Maus? Ist das auch Maus und Käse? Sucuk. Aber warum beißt er da so komisch rein? Und dann schneidet er das? Also es könnte echt wieder Sucuk sein. Er riecht nur. Warum macht er das in die Luft? Er riecht. Oder er spuckt drauf. Ja. Sucuk. Flicky. Und wisch irgendwas ab. Keine Ahnung, Mann. Dodo analysiert jetzt noch einmal das ganze Ding. Und sitzt einfach auf dem Boden von Edeka. Ja, ich muss mich hinsetzen. Ich meine, ich schaue mir jetzt mal das nächste an. Ich bin ganz gespannt. What? Brot? Nein, was ist oder das? Zwiebel? So? Es könnte Brot sein. Warum ist es Brot? Sie hat sich selbst getötet. Also für mich sieht das aus, als wäre sie ein Brötchen, Digga. Und sie würde sich so teilen. Nächste Zutat. Hä? Mais, ja. Alter, safe ist es. Die sind so dumm. Einfach dasselbe wie bei Zeichnen, nur halt jetzt mit Pantomime. Wir gucken uns jetzt nochmal das letzte an. Vielleicht kommen wir dann drauf, aber ich habe keine Ahnung, ey. Ganz ehrlich, Dodo guckt mit. Er feiert das Jalapenos. Nein. Doch, Chilischote. Doch, Junge, das habe ich direkt gesehen. Guck mal, er macht, zack, er beißt rein. Und das isst er richtig gerne. Chilischote. Ich glaube, das ist einfacher gewesen, das als Ganzes zu zeigen, so. Weil Oskar die mag. Aber dann zeig mal doch, dass es scharf ist. Aber Oskar isst sie beim Döner auch immer so. Das eine war Briochebrot? Ich sehe das doch. Weißt du, was du siehst? Was? Dein Bauch sieht, Digga. Ja, Brot durch in der Mitte schneiden. So macht man Brot. Du hast keine Ahnung von nichts. Ich mich so auf. Okay, nächste Sache. Jetzt hat Dodo gezeigt. Mal gucken, was das ist. Hä? Chili. Scharf. Also, ich und Dodo befürchten, dass es wieder irgendwas aus Mandys Kochbuch ist. Aber wir haben einfach keine Ahnung. Also, Rinderhack haben wir und Karotten. Ja, und halt was zu trinken, weil wir nicht Durst haben. Dodo hat gerade eine Idee, dass Oskar Eisbergsalat von diesem Boden genommen hat. Aber dann ist es doch wieder Burger, Digga. Aber was machen wir mit der Karotte? Die Karotte passt nicht. Was kommt denn auf Burger, was Mandy isst wie eine Ratte? Überleg dir mal, was kommt auf Burger? Eine Maus ist sie und Mäuse essen Käse. Digga. Oder? Ja, Mann. Junge, du bist so schlau, Mann. Geh mal Karotte weg. Sie ist eine Maus, Digga. Käse? Ja, Käse, er macht so, er streut das rüber. Und in den Ofen. Wir haben. Das ist zu einfach. Das ist so einfach? Ja, Fisch. Wie er den Fisch macht. Das ist so dumm.
Was sollte das sein? Wir sind so sauer auf euch. Was sollte das bei euch sein, Digga? So sauer auf euch. Allein schon, weil beim ersten, was Steven gezeigt hat, dachten wir, jemand. Es war einfach nur gut. Das war einfach nur genial. Nein. Das war einfach nur sexy. Digga, komm, wir haben es ehrlich gut gemacht. Wir dachten, ihr kommt da nicht drauf. Es konnte nichts anderes sein als Thunfisch und Jalapenos. Thunfisch haben wir noch von letztem Mal. Thunfisch und Thunfisch, Mann. Ihr habt Pizza pantomisiert, pantominitisiert und wir haben das auch erraten und deswegen dürfen wir Pizza mit Sucuk und Thunfisch. Wow, viel zu dick. Viel zu dick? Ja. Ich habe nicht lang genug geknetet. Und der Oscar macht ihn rund. Ja, Digga. Du hast auch so gezeigt. Ja, aber vielleicht einfach nur, um die dünner zu machen, hat er so gezeigt. Genau, vielleicht ja, quasi so, auch ja. So, man dreht eine runde Pizza, ja, man kann ja keine rechte. Eckige. Damit der Mann das besser Pizza erklärt, drin. Hast ja. Du das gemacht, eckige. Oder? Genau. Siehst du? Got your back, bro. Got your back, bro. Hey! Was heißt das eigentlich? Hast du Teams geswitcht? Was heißt das eigentlich? Du hast Teams gewechselt. Ich hatte kurz Angst, dass ja, ich spiel ich jetzt alleine oder was? Lass mal Thunfisch probieren. Digga, aber jetzt mal kurze Frage. Oh, gut. Was machst du, wenn diese Pizza so lecker ist, aber irgendwann bekommst du auch Durst, Digga? Du musst doch irgendwas bei diesen heißen Temperaturen. Gut, dass du sagst. Wir haben uns ein neues Clear Away von MyProtein gemacht. Blueberry mit Wasser und Glitzer. Perfekt für kalte Tage und Eiswürfel. Für kalte das ist Tage? Richtig, richtig für lecker. Heiße, und heute bekommt ihr 45% auf alles mit dem Rabatt in der Videobeschreibung. Also mit dem Link und mit Oscars Code. Flash Sale, Flash Sale. Nur Heil. Flash Sale, Flash Sale. Werbung Ende. Dann machen wir jetzt weiter. Wir fangen jetzt einfach an mit dem, was richtig offensichtlich war. Und zwar halt Fleisch. Ja. Ja. Das habt ihr ja. Richtig gemacht, oder? Das war das Einzige. Das war das Einzige, was nein. Richtig war. Main, was ist... Was soll die Scheiße ich sagen? Wem hast du erstochen? Ja, was hat soll... der genommen? Ja! Ja. was sollte das? Was soll... Digga, wir haben hier das. Ja. Burgerwurst. Du meinte, am Ende hast du so gemacht. Und ab du bist dann meintest gut. Und dann meinte Oscar mag Jalapenos. Ja. Das kann er haben, wenn du so, Junge! Stein auf. Ja, was soll das, Digga? Eisbecksalat, Digga. Ja! Richtig! Kraftsalat! Digga, was? Am Anfang hatten wir eine Karotte, weil ja. Mandy ausgesehen hat wie ein Hase. Dann bin ich aber auf die Idee gekommen, dass Mandy eine Ratte ist. Oder eine Maus. Und Mäuse. Käse! Ja. Ich bin zum Schluss gekommen, dass ihr wollt, dass ihr Burger macht. Ihr habt 5 von 6. Was heißt das? Was heißt das? Kann man abbeißen und das bin ich? Fitness-Oscar Burger. Gurke? Oh, ja, Gurke! Nein! Was hast du? Gurke stimmt, Digga! Wir haben gewonnen, wir haben alles yeah. Erraten. Eine Seite aber ganz ehrlich, uns das war genial. Das war so genial, dass es schon dumm war. Aber okay, ihr habt euch Mühe gegeben. Ihr habt teilgenommen. Wir gucken mal, was draus wird. Bevor ich Burger esse, noch mal kurz trinken und gucken, ob es schmeckt. Muss auch noch mal trinken. Für kalte Tage ist gut. Aber Eiswürfel wäre noch besser. Lass mal einen Burger küssen. Sollen wir uns dann auch küssen? Ey, ich muss echt sagen, die sehen gut aus. Ja, die haben wir auch gemacht, die ganze Tag-Team. Boah, die sind echt gut. Oh mein Gott, was für ein Biss, Mann.
So ein Wingman-Biss war das, ey. Da wollte ich erstmal sagen, afrikanischer Bambus-Biss. Na, ja, das sagen wir auf der Zunge. Double Patty mit Käse. Boah, ihr habt sogar Smash und Salat. Und Jalapeno. Alter! Ihr habt einfach erraten, statt Gurke habt ihr Jalapeno, aber ist auch gut, Mann. War ich mal richtig gut, Mann. Boah, sieht auch echt gut aus. Dann essen wir jetzt mal auf und gleich kommt die finale Runde. Und wie ihr es vom letzten Video schon kennt, man muss das zeigen, was man essen will. Der Pantomime hat 30 Sekunden Zeit. Wenn wir es nicht erraten, darf er nichts essen. Jetzt! Hähnchen, Hähnchen! Jedes Mal! Hähnchen, Hähnchen. Reis, 95, wie ist der Gong? Reis, Hähnchen mit Reis und... Endlich! Und Suppe, Peking-Suppe. Heiß, scharf. Peking-Suppe. Butter-Chicken. Scharf. Butter-Chicken, Tandoori, hast du mir gesagt? Curry, Hähnchen-Curry. Ja. Moos-Curry. Moos-Curry. Eppendorf, Curry. Hier schönes Hähnchen-Curry mit Reis. Ich habe ja gezeigt, ne, Hähnchen. Und dann habe ich gemacht so Reis. Aber du hast eigentlich Mo's Curry gezeigt, oder? Ja, wir sind aber leider jetzt bei Nüsse Gong, weil Mo erst um 17 Uhr aufmacht. Heute wollte ich Mo's Curry. Aber Nüsse Gong ist auch lecker. Ja, auf jeden Fall. Du hast ungefähr in jeder Runde so ein Chicken gemacht. Ich liebe ja auch Hähnchen. Schmeckt echt sehr gut. Hier die Soße, schön noch mit Gemüse drin. Mag ich zwar nicht, aber ist Dodo gleich. Schön viel Fleisch und mein Reis ist so Reis. Man denkt, Dodo hat den gemacht. Oh mein Gott. Danke, Dodo. Boah, das nenne ich Eingabe. Löffel. Mann, oh Mann. Los! Tanzen, Chinesisch, Japanisch. Ah, Sushi. Alter, 9 Sekunden. Sehr ehrlich, wie gut haben wir das gemacht, Digga? Pantomimiert, Digga. So, meine Freunde, ich habe ja bei Pantomime bestimmt Sushi gepantomimt. Und das ist jetzt das Sushi von New Saigon. Das ist einfach ein Allrounder hier, Freunde. Ich will gar nicht groß reden. Wir haben hier schönes Lachs, Avocado, Sushi, bisschen Sojasauce tunken. Bam, bam, bam. Top. Weißt du, wie du mich hattest, Mann? Damit. Stäbchen, Sushi. Das verbindet man direkt. Jetzt! Yes. Finger. Hä? Was? Okay. Kleiner Finger. Sag wie Finger. Pommes. Nein. Ja, Pommes! Pommes, das ist doch keine Pommes. Wie ich so sensationell gezeigt habe, waren das natürlich Pommes. Das ist übrigens jetzt das offizielle Zeichen für Pommes. Mandy hat es auch sofort erraten. Wir sind hier am Hamburger Hauptbahnhof und hier gibt es die besten Pommes aus Hamburg. Den Truck seht ihr hinter mir. Was ich nicht so gut fand, die konnten keine Süßkartoffelpommes und normalen Pommes gemischt machen. Deswegen musste ich normale Pommes nehmen, weil das sind die, die ich kenne. Süßkartoffel will ich aber hier auch irgendwann noch probieren mit Knoblauchsoße. Die Soße ist halt hier richtig mega. Etwas dicker, so wie belgische Pommes in der Art. Aber die sind diesmal nicht ganz so gut gewürzt wie letztes Mal. Und ich habe sie ein bisschen zu sehr gehypt, weil die lagen da schon etwas länger. Hauptsache, ich habe das bekommen, was ich wollte. Was? Viele Kleinigkeiten. Tapas. Ratte. Viele Kleinigkeiten. Tapas. Messe. So vom Morgenland. Schreibt mal jetzt in die Kommentare, wer die beste Pantomime gemacht hat, also wer das Video richtig verstanden hat. Auf jeden Fall gibt es jetzt hier Messe für mich. Ich habe mich einmal hier für so ein Knoblauchbrot entschieden. Dazu gibt es 4 kleine Dips. Dattel, Pistazie, Sour Cream, Schafskäse, Hummus. Dank dir durfte ich das essen. Kein Problem, Bro. Got your back, Bro. Und wir haben sogar richtig geiles Baklava mit Vanillesoße und Granatapfel aufs Haus bekommen. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, ob wir es nochmal spielen sollen oder vielleicht ein anderes Spiel, das unser Essen bestimmen wird. Jeder von uns heute hat ein Video online gebracht. Boom, 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 boom. Auf unserem zweiten Kanal haben wir auch noch ein Video, ein neues Haus- und Baby-Update, falls euch unsere Vlogs interessieren. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.